So zünftig ging es zu beim Shooting für den neuen Jakob-Weißbier-Kalender. Schon seit 2007 entsteht der Kalender unter der Regie des Medienverlags Hubert Süß aus Sulzbach-Rosenberg. Doch die Ausgabe für 2016 hat es anlässlich des 500. Jubiläums des Bayerischen Reinheitsgebots besonders in sich. Den Kalender zeichnet das Gleiche aus, was unser Bier auszeichnet. Gute Qualität, Verbundenheit zur Heimat. Gerade in der heutigen Ausgabe wird diese Verbundenheit sehr groß geschrieben. Im Freilandmuseum in Perschen sind die Aufnahmen gemacht, also direkt in der Oberpfälzer Heimat. Ja, es passt eigentlich sehr gut zu dem Produkt, das wir mit diesem Jakob-Weißbier-Kalender bewerben wollen. Hier verbinden sich Tradition mit der modernen Zeit. Eine spannende Mischung. Junge Models aus der Region, die das seit 1994 ununterbrochen mit der DLG-Goldmedaille prämierte Weißbier der Brauerei Jakob in Bodenwöhr auf 12 aufregenden Kalenderblättern präsentieren. Bier ist absolut kein antiquiertes Getränk. Bier ist inner und moderner denn je. Bierspezialitäten sind moderner denn je. Und Bierspezialitäten auch aus kleinen Brauereien, so wie wir sie hier in Bodenwöhr haben. Diese Familienbrauerei gibt es seit 255 Jahren. Und diese Brauerei macht wahrscheinlich das beste Weißbier der Welt. Das ist das Slogan der Brauerei. Und wir wollen dafür den wahrscheinlich besten Weißbierkalender machen. Aber Sie haben Verständnis, es ist heute sehr durstig. Ich mache einen Schluck nehmen da. In Szene gesetzt werden Weißbier und Models von Fotograf Thomas Starringer, für den die Schlüsselidee zu den diesjährigen Bildern rasch auf der Hand lag. Die Natürlichkeit war die künstlerische Idee. Als der Jakob auf mich zugetreten ist für den Kalender und Hubert Süß gesagt hat, wir haben Jubiläum vom Reinheitsgebot, wir wollen alles natürlich haben, wir wollen Wasser haben, wir wollen Hopfen haben. Wir haben das Freilandmuseum als Location, was auch nichts Alltägliches ist, war die Entscheidung eigentlich relativ schnell klar, dass man gesagt hat, wir verzichten auf Blitz, wir verzichten auf alle möglichen Zutaten, wir machen es so natürlich wie irgendwie möglich. Um einfach diese Lebensfreude, diese bayerische Lebensart rüberzubringen. Mir geht's gut. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf. Ich darf fürs Foto in den Hopfengarten und in die Schmiede. Und das Highlight ist natürlich das Dirndl. Ich habe erklärt, dass die Dirndl von der Astrid Zöll sind. Und ja, nur mal gedacht. Das lohnt sich. Natürlich haben wir ganz extravagante, glamouröse, moderne Dirndl. Und wie Herr Süß bereits vorher sagte, kombiniert sich das super mit was Althergebrachten, nämlich dem Weißbier und generell der Brauerei Jakob in Bodenwöhr. Und darum haben wir uns auch entschlossen, die Damen für den Kalender auszustatten und hoffen, dass das Projekt gelingt. Zum Wohl! Neben den begehrten Dirndln von Astrid Zöll haben die Models aber noch andere Gründe für ihr Mitwirken am Kalender. Weil es mir Spaß macht, weil es mal was anderes ist, eine andere Erfahrung. Mit Frommwerter bist du zweite Feuerwehrkommandantin. Ja, genau, richtig. Das wird eine Überraschung dann, wenn ich den Kalender ins Feuerwehrhaus hänge. Und noch eine Neuerung gibt es beim 2016er Weißbierkalender. Erstmals werden auch Männer auf den Fotos zu sehen sein. Das ist einmal der Bev, ganz vorne vorweg der Humorist Josef Pindl, dann der Tom Kerner, unser Weltmeisterathlet und Dr. Frieder Roskopf von den Tangrindlern. Ich denke, bei diesen Männern, die gehören auch mal in den Kalender rein und auf die muss man auf diese Art und Weise auch stolz sein. Dr. Roskopf von den Tangrindler Musikanten wurde beim Shooting in Perschen übrigens von einer gemeingefährlichen Wespe in die Lippe gestochen. Das schreckte den hauptberuflichen Apotheker aber nicht ab. Blasen konnte er trotzdem noch ganz hervorragend.